Hallihallo, liebe Leute. Willkommen zum Kurs Webprogrammierung mit Python. Heute haben wir Vorlesung Nummer 9. Thema ist Surface Kundenportal. Wie immer, ich kontrolliere, dass alles funktioniert. MP4-Datei habe ich, Ton läuft. Ja, ich sollte zum Vorbildmodus gehen. Ja, okay, lass uns kurz kontrollieren. Wir können dann Folien sehen, denke ich schon. Sehr gut. Dann gehen wir los. Wie gesagt, heute ist Video Nummer 9. Thema ist Kundenservice-Portal. Lernziel heute: Umsetzungsmöglichkeiten zum Kundenservice-Portal kennenlernen. Wir erinnern uns, bei Django gibt es ein eingebautes Admin-Portal. Und deswegen, ne, Django Admin Portal ist schon vorhanden. Man kann, ich gehe zu Webs, Applikation, genau. Wenn ich anstatt Home, ich tippe Admin, übrigens mein Webserver, lokaler Webserver ist schon in Betrieb. Wenn ich sage bla bla bla, slash admin slash, so ist Django Administration das Admin Portal. Man sollte als Superuser einloggen. Und Superuser ist, denke ich mal, Admin, genau. Admin, Admin, Login klicke. Und so sehe ich die Möglichkeiten, die ich als Superuser verwalten kann. So, Sichtbarkeit der Objekte in admin.py eintragen. Was meine ich? Das ist hier übrigens nichts Neues. Ich möchte nur kurz eine Erinnerung sagen. Zum Beispiel, ich bin nochmal in Django Admin Portal. Ich sehe Books, Computers, Users. Also dies kann ich hier verwalten. Und wie habe ich diese drei Sachen in Django Admin Portal veröffentlicht? Die Antwort ist zum Beispiel bei Books, ich öffne. Hier haben wir eine Datei namens admin.py. So, mal öffnen. Hier kann man Modelle registrieren. So, Admin Site Register Book, das ist ganz genau unser Model bzw. Klasse, deswegen habe ich Klasse importiert. So kann man bei Django Admin Portal Books sehen. Ganz ähnlich habe ich bei Computers und bei User Admin, dieser Django Web, haben wir auch Admin-Datei. Ich öffne das. Hier habe ich My User-Klasse registriert und deswegen sehe ich Users. Ich kann draufklicken, dann sehe ich, ich habe meine Users. Das ist hier zur Erinnerung. Zugangsniveau ist Superuser, das heißt allmächtig. Wir haben schon mehrmals gesagt, man kann in Admin Portal sehr viel Schaden machen, weil man kann wirklich alles machen. Und deswegen muss man A, sehr vorsichtig sein und B, nur als Superuser einloggen. Nächste Folie. So, Django Admin Portal anpassen. Warum oder wozu? Zum Beispiel, ich bin bei Django Admin Portal und hier ist wirklich alle Funktionalitäten da. Man kann alles machen. Zum Beispiel eines Tages sagen wir, nee, Moment, wir sollen nicht das, wenn man hier eingeloggt ist, alles machen darf. Man könnte, muss nicht, man könnte das Django Admin Portal anpassen, damit der allmächtige Zugang zu den Daten wird typischerweise verloren oder eingeschränkt, sagt man. Ja, wenn man hier zum Admin-Portal kommen, trotzdem darf man nicht alles machen. Das können wir machen, aber das heißt typischerweise, wir müssen Django Admin-Portal anpassen. Mancher Zugang wird verloren. Man muss den entsprechenden Code bzw. die Einstellungen ändern. Also es gibt ein paar Sachen zu tun. Dokumentation ist hier ein Link. Es gibt auch viele Tutorials im Internet. Dies finde ich ziemlich gut. Wir reden über die Möglichkeit nicht weiter, weil wenn ich
das eingebaute Django Admin Portal eingeschränkt mache, dann verliere ich gleichzeitig wirklich die Möglichkeit zur Allmächtigkeit. Eventuell brauche ich auch sowas. Selbst wenn das nur zu Admin zugänglich ist, möchte ich es trotzdem behalten. Und deswegen, die Möglichkeit ist da. Reden wir aber darüber nicht weiter. Wer sich dafür interessiert, kann man zum Beispiel zum Tutorial mal gehen. Das ist eine Möglichkeit. Möglichkeit Nummer zwei, eigenes Kundenservice-Portal bauen. Das gefällt mir besser. Warum? Wenn ich ein eigenes, das heißt getrenntes, zusätzliches Kundenservice-Portal bauen, dann behalte ich immer noch mein Django eingebautes Admin-Portal und ich habe immer noch diese allmächtige Zugang, wenn ich möchte. Ja, und deswegen diese Möglichkeit, die Wirkung, Django Admin-Portal bleibt verfügbar. Gut, check. Man hat mindestens dann in dieser Gestaltung mindestens drei Zugangsniveau. Man ist Super-User, dann geht man zum Django Admin Portal. Man ist Kundenservice, auf Englisch, Customer Service Representative. Dieser Kundenservice-Personal kann zum Kundenservice-Portal gehen. Und wenn man Benutzer ist, also das war ein ganz normaler Benutzer, dann zu ganz normaler Webseite gehen. Unser Home, Books, Computer, was auch immer. Je nach Projekt können die Rollen so sehen. Zum Beispiel an unserer Hochschule, wir haben Hochschulrechnerzentrum-Personal, die sind dann die Super-Users. Studienverwaltung, sie könnten Kundenservice sein. Also ein bisschen mehr Zugang, aber deutlich weniger als Super-User. Studienverwaltung sind auf keinen Fall allmächtig. Aber trotzdem sollte mehr Zugang als andere Mitarbeiter haben. Oder in einer anderen Situation. Wir sind bei einem IT-Startup und CEO ist dann Super-User, logisch. Team-Lead oder Managerin, das sind dann Kundenservice. Also nicht allmächtig, aber trotzdem mehr Zugang als Werkstudent. Also je nach Projekt kann man mehrere Rollen haben und je nachdem dann sieht die Namen der Rollen unterschiedlich. So, wir müssen dann erst überlegen, wie viele Rollen möchten wir oder benötigen wir. Ich habe zum Beispiel hier so dafür argumentiert, man könnte drei haben. Welche Rolle darf was auf welchen Objekten machen? Das ist ganz wichtig. Also je nach Projekt, es könnte sein, Selbstbenutzer hat sehr viel Zugang auf einem Objekt, aber auf einem anderen Objekt dann weniger Zugang oder was auch immer, je nach Bedarf. Man muss dann das hier im Voraus gut überlegen und dann implementieren. Wie sollte der Verwalter die entsprechenden Webseiten zugreifen? Zum Beispiel, das hier meine ich zum Beispiel, sollte man zu, ich gehe erstmal zu Home jetzt. Ich gehe zu Home, Home, genau, Enter. Wenn man, ich bin jetzt als Admin eingeloggt, sag mal, ich bin jetzt nicht Admin, sondern Kundenservice. Soll der Kundenservice hier mehr Links sehen? Oder zum Beispiel, die Links sind sozusagen versteckt und ganz geheim. Kundenservice muss URL ganz genau wissen und haben und würde hier einfach in der Adresseleiste kopieren und pasten. Könnte es also je nachdem, Zugriffsart und Weise kann auch ein bisschen unterschiedlich sein. Deswegen hier, wie sollte der Verwalter die entsprechende Webseite zugreifen? Das meinte ich. Dann nächste Seite, Folie, so Rollen. Ganz genau, was sprechen wir darüber? Wir haben bei Django, eingebaute Django, also Vanilla Django, schon zwei Attribute in Django User Model, nämlich Super User und Staff. Mit diesen zwei sind maximal drei Rollen möglich. Lass uns zu PyCharm gehen.
Übrigens, ich habe das Düven weg. Unter User Admin, ich habe Models Datei. Heute benutze ich My User Model. Das ist von Abstract User geerbt. Das heißt, ich benutze die Strategie Abstract User und kein One-to-One Field. Ja, Abstract User ist jetzt im Spiel. Und ich gehe zu meiner Datenbank. Bei My User Tabelle. Ich öffne mal. Wir haben nach Standard Django, Vanilla Django. Pro User habe ich Ist User, das ist eine Flagge, Boolean ja oder nein. Und Ist Stuff ja oder nein. Damit hat man drei Rollen. Kein Super User, kein Stuff, das heißt ganz normale Benutzer. Kein Super User, aber Ist Stuff, das ist dann Kundenservice. Ist Super User und Ist Stuff, eigentlich Ist Stuff ist dann egal. Ist Super User, dann ist man Super User, drei Rollen. Genau, maximal drei Rollen möglich. Wenn wir noch weitere Rollen möchten, dann müssen wir noch eine Spalte in die Datenbank einführen, stimmt? Das heißt für uns, wir müssen ein neues Attribut immer ins Modul einleiten. So eigener User zum Beispiel bei Type oder Typ, dann können wir drei oder mehr Rollen ermöglichen. Lass uns kurz betrachten. Ich habe mein Modul, My User. Ich habe hier heute User Types eingeleitet. Das ist hier einmal Choices. Die Types sind Super User, Customer Service, Customer oder Business Partner. Könnte auch was anderes sein. Ne? 5, 6, 7 Rollen, egal. Aber Hauptsache mehr als 3 sind jetzt möglich. Wie habe ich das hier umgesetzt? Ein neues Attribut bzw. ein neuer Feld. Das ist ein Char-Field mit Länge 2 wegen SU, CS und so weiter. Und die Choices sind ganz genau User Types. Das hier. Default, also nach Standard, ist man Customer. Und wenn ich jetzt zu Tabelle gehe, ich sehe, übrigens, ich habe Model geändert bzw. ergänzt. Wie kann ich diese Änderung umsetzen oder realisieren? 5 Sekunden mitdenken. Genau. Make Migrations und Migrate nicht vergessen. Sehr wichtig. Also, ich habe Make Migrations gemacht und dann Migrate gemacht. Und deswegen sehe ich in meiner Tabelle noch eine Spalte Type. Also, das hier ist ein bisschen weit weg von meinen Usernames. Dann ich kann hier mit, übrigens mit meiner Maus, einmal klicke und dann drag. Also, klicke und nicht loslassen. Drag, drag, drag. Also, ich kann noch ein bisschen mehr. Wo ist das? Hier am besten hier. Zeig mal. Nee, sorry. Ich bin ständig verwirrt. Ich möchte doch neben Username. Genau. Jetzt darf ich unter Username sortieren. So. Admin ist Super User. Amy ist Customer Service. Butterball ist Customer. CookieCat ist Customer. Lass uns sagen, LaserCat sollte Business Partner sein. Dürfen wir dann eventuell bei Admin Portal ändern? Also ich kann natürlich auch direkt in die Datenbank hier ändern. Das ist immer gefährlich, falls ich etwas falsch eintippe. Und deswegen, ich gehe zu Admin Portal, Enter. Right. Go to Users. Wer sollte? LaserCat. Okay, LaserCat sollte Business Partner sein. Geh mal zu LaserCat. LaserCat Type ist Business Partner. Save. Einmal klicke. Mal sehen, ob das funktioniert. Aktualisieren. Einmal klicke. Guess. Very nice. Business Partner jetzt. LaserCat. Gut. Folie. Genau. Wir haben dann einmal Type beim Model MyUser eingeleitet. Und damit wir haben jetzt 4 Rollen. Nächste Folie. Genau. So,
Ich möchte, so ich mache ein bisschen Vorschau. Gut, ich bleibe bei hier. Diese Folie sehen wir sehr viel beim Webbrowser und Code und dann gehen wir zur nächsten Seite. So, Views. Wir wollen zusätzliche Views bzw. zusätzliche Webseiten für Kundenservice-Personal. Und ich habe, also dann für diese neuen Views, ne? Wir haben natürlich zwei Möglichkeiten zu entwickeln, entweder Class-Based oder Function-Based. Class-Based Views, die für Kundenservice-Portal nützlich sind, typischerweise Update und Delete. Also Update View, Delete View. Das heißt, wir erben von Update View, wir erben von Delete View. Aber die Einschränkungen davon nicht vergessen. Einschränkungen, das heißt, wir vergessen nicht. Wir erben von einer klassenbasierten View. Dann ist halt, die Funktionalitäten sind halt so da. Wenn man ein bisschen abweichen möchte, dann ist dann mit klassenbasiertes View schwierig. Deswegen, eventuell passen Function-Based Views, funktionsbasierte Views, eventuell passen das besser, je nachdem. Ich möchte nur hier kurz erwähnen, bitte die Einschränkungen von Class-Based View nicht vergessen. Je nachdem, zwischen Class-Based und Function-Based gut auswählen. Dann lasst uns jetzt zu PyCharm gehen. Ich sage, lass uns unsere URLs betrachten, also von Django Einstellung Ebene Ordner, darunter URLs Datei. Wir haben hier heute neu Customer Service. Und zwar, das heißt, wenn der Benutzer das hier Customer Service in Webbrowser Adresseleiste so eintippe, ja, und dann kommt weiter Sachen. Man sollte bitte die Behandlung hier finden. Und wir haben damit heute eine neue Django-App. Eine neue Django-App namens Customer Service. So, 5 Sekunden mitdenken, was müssen wir machen, wenn wir eine neue Django-App einleiten? Genau, wir müssen zu Settings-Datei und suchen wir bitte Installed Apps. Hier müssen wir unsere neue App einfügen. Sehr gut. Wenn das gemacht ist, können wir weiter mit Customer Service arbeiten. So, lasst uns dann betrachten, was sind heute die neuen Views, die neuen Views. Übrigens, ich habe immer Angst, habe ich immer noch? Ton, sehr gut. Und habe ich auch Videodatei? Sonst habe ich wirklich Pech. Okay, sehr gut. Gut, alles ist in Ordnung. Wir haben heute drei zusätzliche Views. Und zwar, was machen Sie? Mal gucken. Es scheint einmal Comment Delete, einmal Comment Edit und einmal Comment Delete. Also man kann einen Kommentar entweder ändern oder löschen. So, die ersten zwei sind klassenbasierte Views und die dritte ist funktionbasierte. Gut, dann lass uns alle betrachten. Sollen wir erstmal zu dieser Delete Comment Delete gehen? Und zwar lass uns erstmal erleben, wie das aussehen könnte. So, wo bin ich? Genau. Wir brauchen Customer Service und dann danach Delete. Habe ich richtig? Genau, danach Delete Slash machen wir. Ich bin im Moment als Admin eingeloggt. Das heißt, ich bin Super User. Am besten loggen wir doch aus und lass uns als Customer Service einloggen. Wer ist nochmal Customer Service? Sorry, Amy ist ständig verwirrt. Amy, Username ist Customer Service. Alles klar, machen wir so. Amy einloggen bitte. Machen wir Amy Login. Ich habe die Strategie benutzt. Ich zeige den Link nicht.
Customer Service Personal muss ganz genau wissen, was hier in der Adresseleiste einzutippen. Und das ist hier, wie heißt das genau? Customer Service Delete. Das ist ganz genau, was ich möchte. Dann einmal Enter klicke. Ah, sieht so aus. Lass uns dann alles folgen, wie das Ganze hier wir implementiert haben. Ich gehe zu PyCharm. Erst die Anmerkung, die Behandlung finden wir hier. Ein klassenbasiertes View namens Comment Delete View. In Ordnung, gehen wir dorthin zu Views. Wo ist das? Comment Delete View, das ist hier. Ich mache hier ein bisschen größer. Oder wie lang ist das? Nicht ganz so lang. Dann eventuell kann ich schon. Ja, jetzt haben wir. So, ich weiß, ich habe hier zwei Zeile Code auskommentiert. Wir kommen gleich dazu. Jetzt lasst uns bitte auf, was ich jetzt markiere, konzentrieren. So, ganz normaler klassenbasiertes View. Wir erben von List View. Wir haben hier die Einstellungen Model is Comment. Context Object Name ist all the comments, weil es handelt sich hier um eine Sammlung von Kommentaren. Das heißt, es ist mehr als ein Kommentar und deswegen eine Sammlung und deswegen all the comments. Und Template Name heißt Comment Delete HTML. Sollen wir erstmal zu Template gehen? So, ich habe unter Customer Service Templates und Comment Delete ist hier. Und erstmal schon die Anmerkung. In unserem Kontext, die Sammlung von Kommentaren heißt All the Comments. Gut, wir gehen zum Template. Erben von Home Template, Load Static, Block Title, Comment Delete. Und ein Block hier logged in, nur wenn man eingeloggt ist, wird erstmal etwas gezeigt. So, Comment Delete, das ist hier. Kleine Schlagzeile, das hier, Comment Delete, entspricht unserer Zeile HTML-Code hier. So, hier ist ja schon mal if not can delete, you are not authorized to delete comments. Das sehe ich im Moment nicht. Das heißt, ich muss sein, ich darf löschen. So, woher kommt aber diese can delete? Mal gucken. Das muss in unserem Kontext sein. Wir kommen gleich dazu. Lass uns in Template fertig betrachten. Ja, später erklären wir, wie haben wir diese Can-Delete-Flagge berechnet. So, wenn man nicht deleten darf, dann you are not authorized to delete comments. Das würden wir sehen. So, mit einer Vorschleife. Oh, kann ich ein bisschen größer noch machen? Machen, wie das geht. So, mit einer Vorschleife für jeden Kommentar, für each comment in unserer Sammlung, all the comments, sollen wir das folgende machen. Mit ein bisschen CSS Style. Wir möchten Username, also der User, der den Kommentar eingetragen hat, um einen bestimmten Zeitstempel. Dann lass uns bitte Text von Kommentar zeigen. Das sehen wir hier. Username und Zeitstempel. Username und Zeitstempel. Das machen wir einmal, zweimal, dreimal. Ich vermute mal, dann wir haben ganz genau drei Kommentare in der Datenbank. Lass uns auch kurz betrachten. Comment-Tabelle ist hier. Doppelklicke. Genau, wir haben wirklich drei Kommentare. Die IDs sind 5, 6 und 7. Gut. Hier. Genau. Und if can delete, okay, also diese can delete kommt nochmal im Spiel. Falls wir löschen dürfen, dann bitte ein HTML-Form zeigen. HTML-Form, Method Post, CSRF Token, das wissen wir schon. Was haben wir in der Form? Comment ID, das ist hier aber versteckt. Und wir brauchen einmal Delete Button. Cool. Dann
Übrigens, ich gehe kurz zur Form, py. Das ist hier ein Comment-Edit-Form. Das hat nichts mit unserem im Moment Delete HTML-Form zu tun. So, sorry, ich sehr verwirrend. Sehr verwechseln. So, Moment. Was ich jetzt markiere, ist doch ein Django-Form. Wird sicherlich benutzt. Haut nur, dass es zum Editen, zum Ändern. Wir sprechen im Moment über Delete, Löschen. Und bitte, bitte betrachten, bei uns diese HTML-Form, ja, wir haben CSRF-Token benutzt, aber es gibt hier zum Beispiel keine Form SP benutzt. Wir haben im Moment keine Django-Form benutzt. Und das ist auch okay. Wenn das nicht nötig ist, ist in Ordnung. Und dann, lass uns hier betrachten, wir sehen wirklich nur visuell einmal Button, und zwar Delete ist drauf. Mal betrachten, ist das wirklich so? Genau. Ja, es gibt nur ein Button, sonst kein Felder. Keine Felder. Wegen keiner Felder, deswegen brauchen wir keine Django-Form. Dann, wir müssen jetzt eventuell diese CanDelete betrachten. Wie haben wir das hier realisiert? Dann brauchen wir bitte zurück zu Views. Dann nochmal unser Comment Delete View. Genau, das ist hier das ganze View schon. So, weil wir haben von List View geerbt, wir dürfen Methoden überschreiben. Und das ist ganz genau zwei hier überschrieben. Einmal, sorry, erstmal nur eine überschrieben, Get Context Data, und das ist Post. Mhm. So, lass uns Zeile für Zeile durchgehen. Get Context Data. Diese Methode wird aufgerufen, wenn das Template bzw. das View zusammengebaut wird. Also, ne, wir müssen wissen, was ist in unserem Kontext für das Template. So, Kontext, was auch immer von Superklasse schon der Kontext da war, bitte erstmal zugreifen. Also, wir möchten ergänzen. Irgendwelcher Kontext ist schon da, bitte nicht löschen, sondern erben und dann ergänzen. Und deswegen von Anfang an Kontext zugreifen. Wir vermuten mal an, CanDelete, das ist hier Boolean, ist am Anfang false. Also, wir nehmen an, man darf nicht löschen. Jetzt kommt die Berechnung. MyUser, das ist ein MyUser-Objekt von self, das heißt von dem View. Wir haben darunter HTTP-Request und darunter ein User-Objekt, und ich speichere das User-Objekt in einer Variable namens MyUser. If not MyUser is anonymous, das heißt, wenn MyUser eingeloggt ist. Wenn MyUser eingeloggt ist, wir haben hier einmal Zuweisung CanDelete gleich das hier. Okay, MyUser ist ein Objekt. Punkt, das heißt Methode aufrufen. Ich glaube dann, es gibt eine Methode namens CanDelete innerhalb MyUser-Klasse. Lass uns dorthin gehen. UserAdmin, darunter Models. Wir haben MyUser-Klasse. Wir suchen nach CanDelete-Methode. So, return self is superuser or staff. Und ist superuser or staff? Diese Methode ist hier. Return self is superuser or self is staff. Und das ist ganz genau die eingebaute Spalte. Wo ist das nochmal? Ist Superuser hier oder ist es staff? Oder, denke ich mal, habe ich richtig? Modus. Genau, or. Ganz gut. Deswegen Superuser or staff. Wenn man Superuser or staff ist, dann die Rückgabe ist true. Deswegen CanDelete. Hier die Rückgabe ist true. Und deswegen zurück zu Views. Hier wird mit True ausgewertet bzw. durch True ersetzt.
Und deswegen kennzeichnet diese Flagge hat den Wert true. So, unser Kontext, lass uns jetzt ergänzen. Eine neue Variable in den Kontext bitte. Variable namens canDelete. Und Wert davon ist dieser canDelete true oder false. Und deswegen können wir bei unserer Delete Template canDelete so in Kontext zugreifen. Wir haben aber bei dem View noch eine eine Methode, genau. Diese Post-Methode, was passiert, also ich gehe kurz zur Web-Applikation. Ich darf auf Delete klicken, stimmt? Welche sollen wir löschen? I cannot believe it's not butter. Okay, wir möchten hier Delete draufklicken, gleich, noch nicht. Wenn ich hier draufklicke, dann wird Post-Methode aufgerufen. Und was macht hier Post-Methode? Aus HTTP-Request Post-Informationen, das heißt Informationen vom Benutzer. Wir wollen bitte Comment-ID. Und diese Information speichern wir bitte in einer Variable namens Comment-ID. Das ist hier HTTP-Post wegen in unserem Template. Das ist hier doch einmal HTTP-Form, Method-Post. Und zurück zur View. If delete in request post. Was ist hier die Bedeutung? Weil wir haben später entweder comment oder delete. Wenn das hier um delete geht, dann können wir sehen in request post, es gibt auch Informationen, dass es handelt sich um delete. Ich zeige gleich. So, wenn es um delete geht, comment, darunter alle Objekte, get, das heißt ganz genau ein Objekt zugreifen, und zwar zum Feld ID möchten wir diesen Wert und was auch immer das Objekt das ist, ganz genau einmal Objekt bitte löschen. Und wenn wir fertig sind, return, redirect, comment, delete. Also wir wollen zurück zu das gleiche View kommen. Und zwar einer New URL namens Comment Delete. Also das heißt, wenn ich jetzt auf Comment auf Delete klicke, komme ich zurück zu dieser Webseite. So, wir wollen dann I can't believe it's not butter löschen. Ich gehe zu Comment Tabelle, aktualisiere nur zu bestätigen, I can't believe it's not butter ist noch dabei. Und wenn ich jetzt einmal drauf klicke, okay, ich klicke Moment of Truth. Klicke. I can't believe it's not butter ist weg. Und wenn ich jetzt aktualisiere, ist auch weg. Sehr gut. Also, wir haben jetzt bitte ein paar technische Details, ich weiter zeigen möchte. Ich zeige erst, was passiert, wenn ich weder Superuser noch Customer Service sein. Zum Beispiel, wer nochmal? Zum Beispiel Butterball. Butterball ist so Amy ist Customer Service, Butterball ist Customer. So, lass uns ausloggen. Amy, log out. Jetzt möchte ich einloggen als Customer und nicht Customer Service. Lass uns als Butterball einloggen. Butterball Login. Und sag mal, ja, ich bin Customer. Ich habe irgendwie genau URL zum Customer Service Portal erfahren. Und ich sag mal, trotz ohne Links hier gegeben, ich kann die Adresse eintippen. Wo ist es denn? Customer Service Delete. Ganz genau dies. Und ich klicke Enter. Oh, you are not authorized to delete comments. Wie hat das überhaupt funktioniert? Weil, also zwei Sachen. Erstmal, bei unserem Template, can delete ist jetzt false. Und deswegen not can delete wird true. Und deswegen, wir sehen, you are not authorized to delete comments. Wir gehen trotzdem in der Vorschleife
Comment für Comment durch. Wir sehen Inhalt des Comments. Aber diese HTML-Form mit Delete-Button ist jetzt weg, wegen if-delete-block. Und deswegen, wir sehen, ja, Inhalt des Comments ist da, Delete-Button ist weg, deswegen. Und wir kontrollieren kurz bei dem Model, also erstmal beim View. View hat unsere can-delete durch MyUserModel-can-delete-Methode geregelt. Und wenn ich dorthin gehe, can-delete ist Moment Superuser or Staff. Ich kann auch ein bisschen anders gestalten, und zwar, lass uns dies hier auskommentieren und die andere Methode benutzen. So ist Superuser or Customer Service. Lass uns zu dieser Methode gehen. Wo ist das? Das hier. Wenn Type ist Superuser oder wenn Type ist Customer Service, return true, else return false. Geht auch. So, wir haben hier jetzt die neue Variante. Die neue Variante hier im Spiel, weil ich habe die Zeilencode ausgetauscht. Speichern. Ich sehe, mein lokaler Webserver ist erneut in Betrieb. Dann, ich würde sagen, ich kann einfach diese Seite nochmal eintippen, oder? Aktualisieren. Gut, Enter klicke. Ja, ich kann trotzdem nicht löschen, aber das ist hier dank einem anderen Mechanismus. Jetzt ist hier dank einer anderen Methode. Und natürlich hier ist Superuser or Customer Service, wo ist das nochmal? Wie man diese Methode gestalten kann, dann je nach die Rollen in eurem Projekt. Sehr gut. Habe ich etwas vergessen? Ich gucke kurz, dass ich nichts vergessen habe. Erstmal View habe ich hier durchgegangen, genau. Und Comment Template habe ich auch durchgegangen. Sehr gut. Dann, gut. Erstes View fertig oder erste URL fertig. Das ist hier fertig diskutiert. Jetzt kommen wir bitte zum Comment Edit. Und zwar, wenn man eintippen, bla bla bla, slash edit slash und dann eine Zahl, das ist hier Primary Key von Kommentar. Dann die Behandlung befindet man bitte in Comment Edit View, das ist ein klassenbasiertes View. Ich schlage vor, lass uns erst mit Web-Applikation erleben. Customer Service, durcheinander. Edit und dann eine Zahl. Welcher Kommentar haben wir noch? 5 oder 7? Alles klar. 5 oder 7. Sorry, tut mir leid. Edit, right? Okay, edit. Edit. Schon mal slash und 5 oder 7 jetzt haben wir. Genau. Sag mal 5. Enter. Sieht so aus. Ich bin immer noch aus Butterball eingeloggt. Das heißt Customer. Und deswegen. Hoffentlich habe ich keinen Zugang zum Löschen. So, lass uns dann noch einmal das Ganze einmal durchgehen. Ich sollte aus URLs davon ausgehen. URL ist namens Comment Delete. Die Behandlung befindet sich in diesem View. Dann lass uns zu View gehen. View ist da. Jetzt sprechen wir von diesem View. Das ist ja ein bisschen kleiner, kann ich auch hier anpassen. Dann sehen wir klar. Oh, noch ein bisschen. Geht das? Jetzt geht dies. So, wir haben eine Klasse Comment Edit View. Wir erben von Update View. Also, wir erben nicht von List View, sondern von Update View. Ein paar Einstellungen. Model ist Comment. Form Class, das ist hier Django Form. Ja, wenn man updaten, wenn man aktualisieren, ganz sicher, man muss nicht nur einen Button draufklicken, sondern auch Informationen eingeben. Deswegen brauchen wir eine Form. Wir gehen kurz gleich zum Contact Comment Edit Form. Template Name ist Comment Edit HTML. Success URL ist Reverse Lazy Comment Delete. Wenn man einen Kommentar
erfolgreich aktualisiert hat, sollte man bitte hierher gehen zum Comment Delete, also zu einem URL namens Comment Delete. So, wir haben schon zwei Sachen zu betrachten. Erstmal Django Form und Template. Danach kommen wir bitte zur Methode. So, Comment Edit Form. Ich öffne unsere Forms-Datei. Comment Edit Form, Apt Form, Model Form. Class Meta, das heißt ein paar Einstellungen. Model is Comment, welche Felder möchten wir veröffentlichen? Im Moment nur Text. Und einmal Widget, via Comment ID möchten wir doch mithaben, aber versteckt. Und deswegen sehen wir, sehen wir nicht, weil wir haben hier keinen Zugang. Sollen wir erstmal ausloggen und dann als, diesmal lasst uns als Superuser einloggen. Which would be admin, admin, login. Genau, ich brauche geheimen URL. That would be customer service, edit. Nicht Nummer 4, sondern Nummer 5. Also Nummer 4 habe ich schon gelöscht. Enter. Ah, jetzt sehe ich was anderes. Und das ist ganz genau unser Django-Form im Spiel. Der einzige Feld ist Text, mit einem Button drauf. Also Button ist dann zusätzlich. Wir kommen gleich dazu. Genau, das war unsere Form. Und jetzt muss ich zu, also ich glaube, Comment Delete darf weg. Wir müssen dann, genau, Comment Edit Template dazu gehen. Hierher mache ich größer. Apt von Home, Load Static, Seitetitel, Comment Edit. Wenn man eingeloggt ist, dann sehen wir Schlagzeile, Comment Edit und das ist ganz genau hier. Danach haben wir if not can delete, you are not authorized to edit comments. Und das war ganz genau, was wir früher mit Butterball erlebt haben. Aber jetzt, ich bin als Admin eingeloggt. Und was ist die can delete im Moment? Ich bin immer durcheinander. Can delete ist im Moment, ist Superuser oder Customer Service? Ich bin jetzt Superuser, deswegen check. Ich darf löschen. Wenn ich löschen darf, dann sehe ich hier nicht. Und ich sehe, es gibt hier nur einen Kommentar. Es gibt keine Vorschleifer mehr, weil es handelt sich um nur einen Kommentar. So, wer den Kommentar eingetragen hat und Zeitstempel davon, das ist ganz genau dies hier. Danach, if can delete, bitte einmal HTML-Form. Methode ist Post, CSRF Token und Form SP. Diesmal haben wir doch Django Form im Spiel und deswegen dürfen wir Form SP benutzen. Und wir haben einmal Button, Text drauf ist Edit. Das ist hier Edit. Also else, also wenn man nicht ändern darf, dann sieht man halt nur den Text ohne die Möglichkeit zu ändern, also ohne HTML Form. Und das war auch ganz genau, was Butterball erlebt hat. Gut, das ist hier unser Template. Dann zurück zum View. Was passiert mit dem Kontext? Wir brauchen immer noch Kontext, weil wir haben hier, genau, Comment-Variable. Und natürlich auch CanDelete. Zurück zum View. GetContext. Was auch immer in Superclass ist, den Kontext bitte übernehmen und wir dürfen weiter ergänzen. CanDelete nehmen wir an, am Anfang ist false, man darf nicht ändern. Also übrigens, für mich im Moment, wer löschen darf, darf auch ändern. Deswegen, ich brauche nur eine, also diese CanDelete-Methode dient für zwei Zwecke, löschen und ändern. Muss nicht so sein, könnte man can delete und can edit, je nachdem, je nach Bedarf. So anyway, can delete ist im Moment false. Aus HTML request, aus HTTP request nehme ich User Objekt darunter, speichere ich in der Variable namens myUser. If not myUser ist anonymous, das heißt User ist eingeloggt.
CanDelete diese Variable nehmen wir Rückgabe von CanDelete-Methode. Das ist je nachdem True oder False. Danach ergänzen wir den Kontext CanDelete. Das ist eine Variable im Kontext. Wert davon ist diese lokale Variable, True oder False. Und dann Return Context. Und das ist schon unser Edit View. Lass uns probieren. Was habe ich hier als Comment im Moment einmal aktualisieren? Yesterday's Comment. Lass uns hier ändern. Yesterday's Comment now becomes today's Comment. Hehe. Miau. Gut. Edit draufklicke. Oh, becomes today's comment. Miau, genau. Und lass uns auch hier Tabelle aktualisieren. Ah, hat gut gewirkt. Sehr gut. Miau. Die Tochter ist hier zur Seite. Mag bitte miau ein bisschen lauter. Oh, wir haben eine Scheu. We're shy. Ist okay. Ist okay. Kein Problem. Habe ich etwas vergessen? Ich glaube doch. Und zwar... Es tut mir leid, ich habe schon hier vergessen, ich möchte eigentlich bei, beim Delete diese HTTP Request Post zeigen, was ist inhaltlich da. Lass uns in der Konsole printen. So, I want to print. Was wolle ich printen? Genau, Request Post. Speichern. Jetzt miau, hm? Miau. Kannst du bitte ein bisschen lauter? Hau mal Daiseng, Siu Siu. Jumang oder Teng, do, sonst hören wir nicht. Ein bisschen lauter, bitte. Daiseng, Siu Siu. Oh, anstatt lauter, leiser. Ist gut, ist gut. Kein Problem. Wo bin ich? Sorry, war kurz abgelenkt. Genau, wir wollen deleten. So, ich gehe erst zum Delete. Bin ich richtig? Ich konturiere kurz. Comment Delete, das ist Delete in der Leiste. Okay, ich bin hier. Welche? So, Laser, Delay. Okay, let's delete that. Ja, ist gut, reicht schon. Danke, danke. Sehr gut. Sorry, ich bin nochmal abgelenkt. Trust me, when you have a child at home, what we have right here is very, very, very quiet. Ja. Trotzdem sehr, sehr leise. Wie betrachtet in der Konsole? Ich habe im Moment nichts. Ich kontrolle in der Tabelle. Ich habe hier immer noch lazy, laser, lazy, lay. Und jetzt möchte ich hier auf diese Delete draufklicken. Okay, go, click. Wir betrachten erstmal in der Tabelle, aktualisieren, Kommentar ist weg. Und was haben wir in der Konsole gedruckt? Übrigens noch einmal, die Zeilercode dafür ist hier. Was wir hier sehen, ist Inhalt von HTTP Request Post, also die Informationen vom Benutzer-Webbrowser angekommen sind. Wir sehen einmal Query Dictionary, also das heißt, es funktioniert praktisch aus einem Dictionary, Key, CSRF Token, Value, Key, Comment ID, Value 7. Ah, es gibt einen Schlüssel. There's a key called delete. Deswegen kann ich hier diese Zeilercode prüfen, if delete is in request post, ob so einen Schlüssel es gibt. If delete is a key in the request post information package. Sehr gut. Dann habe ich etwas für comment edit vergessen. View sind wir durch. HTTP, sorry, HTML-Template haben wir durch. Form dafür ist durch. Ich glaube, das war's. Okay, dann können wir bitte weiter. Jetzt Comment-Edit haben wir durch. Jetzt reden wir über Comment-Edit-Delete. Und zwar, man sollte in der im Webbrowser Edit-Delete und eine Zahl eintippen, machen wir. So... Edit, Delete. Ich glaube, wir haben nur noch Nummer 7 übrig, oder? Kommentar 7. Ich versuche mal. Oh, das ist doch kein 7.
tut mir leid. Keine Panik, keine Panik. Wir haben nur noch Nummer 5. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. 5. Slash Enter. Genau. So, wir sind bei Comment Edit oder Delete. Man darf Edit klicken oder Delete klicken. Lass uns betrachten, wie das zusammen funktioniert hat. Wir haben bei URL, die Behandlung ist eine funktionbasiertes View. Dann lass uns dorthin gehen, Comment, Edit, Delete, genau. Ich glaube, das ist dann hier. Es ist ein bisschen groß, ich mache zum Vorbildmodus. Ah, sehr eng. Noch ein, genau. Was ich jetzt markiere, ist unser funktionsbasierte View. Das ist eine Funktion. Ich weiß, ich habe eine Zeile Code auskommentiert. Wir kommen gleich dazu. Die Funktion heißt Comment Edit Delete. Nehmen wir zwei Eingaben, HTTP Request und einmal Primary Key. Primary Key, lass uns als Comment ID speichern. Wenn wir zum ersten Mal, sag mal, wenn wir gleich hier zum ersten Mal zu diesem URL gelandet sind, wir sind bei HTML GET, weil wir haben keinen Button geklickt. Und deswegen, also ich glaube, dieser Trick ist nicht mehr neu, wir sind damit vertraut. If HTTP Method is POST oder was anderes, das heißt für uns GET. So, wir haben im Moment GET, lass uns hier drauf konzentrieren. Can Delete ist am Anfang FALSE. Von HTTP Request greifen wir User zu, speichern wir in der Variable MyUser. If MyUser ist eingeloggt, bitte Can Delete bestimmen. Dann Can Delete ist jetzt ja oder nein. True oder false. Je nachdem. Wir haben aus Comment-Klasse alle Objekte darunter. Get ganz genau bitte kein Comment-Objekt. ID gleich unser Comment-ID aus dem Funktion Eingabe. Und wir haben mit auch ein Form, und zwar Comment Edit Form. Hier ist was ein bisschen Neues. Post or None. Bitte ein bisschen leiser, ja, bitte ein bisschen leiser. Request Post or None. Das heißt, je nachdem, wie kann ich am besten erklären. So, wenn ich zum ersten Mal zu dieser Webseite gelandet bin, habe ich nichts geklickt und deswegen in meiner HTTP-Post, es gibt doch eine ID, deswegen das ist hier, aber falls etwas nicht gefunden ist, das heißt None, dann können wir trotzdem unser Comment Edit Form instanzieren. Und wir instanzieren mit Comment Object. Wo ist das Objekt? Das hier. Also das ist hier ein bisschen, also dieser Ordner, ein bisschen defensives Programmieren. Defensive Programming hier. Wir bauen denn unseren Kontext. Form ist unser Django Form. Can Delete ist True oder False. Und Comment ist ganz genau unser Comment Object. Und lass uns bitte mit unserer HTTP Request dieses Template vervollständigen mit dem Kontext. So, lass uns dorthin gehen. Comment, Edit, Delete, HTML. We go there. Das hier, genau. Add von Home, Load Static, Titel der Seite. Wenn man eingeloggt ist, bitte etwas zeigen. Das war's, genau. Comment, Edit, Delete. Schlagzeile sehen wir hier. Danach If not can delete, man sieht, you are not authorized to delete, to edit or delete comments. Im Moment, ich habe nicht mehr im Kopf. Bin ich Butterball? Ich bin wirklich nicht, sorry. So, let's just do this. Ich bin ständig verwirrt. So, let's log out. Oh, ich bin Admin. Okay, let's log out. Suppose we log in as, diesmal lass uns als, wie heißt das nochmal, unser Business Partner LaserCat. LaserCat bitte einloggen. LaserCat einloggen. Und wir gehen sofort zu Customer Service, Edit, Delete.
aber mit Nummer 5, denke ich. Ah, you are not authorized to edit or delete comments. Naja, sowas. Zurück zum, genau. Und dann, aber ganz egal, ob man löschen kann oder nicht, sieht man Username und Zeitstempel zum Comment. Das ist dann hier. If can delete, das ist im Moment nicht der Fall und deswegen sehen wir nur den Comment-Text. Das wäre hier. Lass uns doch mal als Customer Service Log einloggen. Home. Ausloggen. Customer Service wäre Amy, denke ich mal. Amy. Login. And let's go back to the same website. Customer Service, Edit, Delete mit Nummer 5. Enter. Oh, jetzt sehe ich ein HTML-Form. Und das ist, weil if can delete, wir wollen ein HTML-Form. So, CSRF Token, klar. Form SP, klar. Hidden Comment ID, auch klar. Jetzt was Neues. Ich habe hier einmal Edit-Button und einmal Delete-Button. Bitte leise. Bitte leise. Ich sehe hier, also Edit und Delete, die sind halt nur Texte auf den Buttons. Kritisch hier ist Name von meinem Button-Type. Einmal Edit und einmal Delete. Deswegen, wenn ich draufklicke, let's click Edit first, okay? Und zwar lass uns zurück zum View. Also ich glaube, wir sind fertig mit dem Template. Zurück zum View. Wenn ich auf Edit klicke, das heißt, ich klicke auf einen Button, das heißt, wir gehen zum Post-Zweck. Hier, if request method gleich, gleich Post. Lass uns jetzt hier mal drauf betrachten. Print request post. Und zwar lass uns dort machen. Lass uns sagen, was sollen wir machen? Oh, again. Okay, again. I click edit. Einmal klicke. Und was ist passiert? Wir betrachten, unser Request Post ist jetzt in der Konsole gedruckt. Das ist ganz genau hier, ziemlich groß. Wir haben in dieser Dictionary CSRF Token, das ist Schlüssel, Schlüsseltext und dann haben wir den neuen Text, weil again ist mit dabei. Comment ID Schlüssel 5 und Edit. Ah, hier. Noch einmal. Das hier Edit kommt in die Request Post Query Dictionary als ein Schlüssel. So erkennt man, ob man Edit geklickt hat oder Delete geklickt hat. Und deswegen zurück zum View. If Edit, also wenn jemand auf Edit geklickt hat, dann brauchen wir bitte einmal Form Object. Lass uns Comment Edit Form mit den Informationen aus Request Post vervollständigen. Lass uns Is Valid aufrufen, also der Inhalt von in der Form einmal prüfen. Wenn alles in Ordnung, erfolgreich geprüft, dann sagen wir Comment, ein Variable, Comment Klasse, darunter alle Objekte. Lass uns das, das genaue Comment Objekt zugreifen. Wir nehmen aus dem Form-Objekt Cleaned Data, weil das ist hier schon validiert. Cleaned Data mit dem Schlüsseltext. So haben wir New Text bekommen, also den neuen Text vom Benutzer. Wir sagen, in unserem Comment-Objekt Felt Text bitte erneut zuweisen und dann den Comment speichern. Das ist, was passiert, wenn man Edit machen. Lass uns zu Comment-Tabelle kurz gehen, aktualisieren. Ist das hier? Ich mache das. Ja, again ist da. Sehr schön. Wir haben erfolgreich aktualisiert. Aber wenn man Edit draufklicke, dann sieht man natürlich in Request Post, anstatt Edit hier hat man dann Delete, haben wir auch früher heute einmal gesehen. Wenn man auf Delete klickt, geklickt hat, dann was machen wir? Comment-Klasse, darunter alle Objekte, da geht ganz genau das Comment-Objekt und dann Delete-Methode aufrufen. Aber ganz egal, ob man Edit gemacht hat oder Delete gemacht hat, wenn man fertig ist, bitte Redirect zu Comment-Delete. Und deswegen früher habe ich auf Edit geklickt
Und dann kommen wir aber zu Comment Delete dieser Seite. Wie sieht das aus mit der Zeit? Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich kontrolliere kurz, ob ich etwas bei Edit Delete vergessen habe. Das habe ich. View habe ich durchgegangen. Und Motto gibt es nichts Neues. Gut. Dann ich habe dann nur noch zwei Sachen kleine, im Vergleich kleinerer Themen zu zeigen. Dann wir sind fertig für heute. Ich gehe zu den Folien. Ein neues Konzept bitte. Mix in. So, für Class-Based View gedacht. Nur für Class-Based View. Zum Beispiel Login Required Mix-In. Dokumentation ist hier, kann man in Ruhe selber lesen. Ich zeige aber, wie das funktioniert. Ich habe, ich kann ein bisschen wegmachen, sonst bin ich immer verwirrt. Tut mir leid. Das darf weg. Okay, das ist jetzt in Ordnung. Wir brauchen bitte das klassenbasiertes View, das klassenbasierte View, Comment Delete View. Und ich habe hier schon zwei Zeile Code. Lass uns das hier aktivieren. Und ich muss dann natürlich die alte Zeile Code auskommentieren, speichern. So, was habe ich jetzt hier? Ich habe immer noch ein klassenbasiertes View, das ist selbst auch eine Klasse. Wir erben aber von zwei Superklassen. Das darf man. In Java darf man nur maximal von, in Java darf man von ganz genau einer Superklasse erben. In Python darf man von mehreren erben. Und deswegen, wir erben von ListView und einmal diese Klasse heißt Login Required Mixin. Wenn das hier mit drin ist, die Wirkung ist, man muss einloggen, um dieses View zu sehen. Also bitte die Anmerkung, es hat mit Login zu tun, hat nichts mit Rollen zu tun. Ja, ich zeige euch gleich, was ich gemeint habe. So, wenn Login benötigt wird, wo findet man den Login-URL? Da muss man ja auch eingeben. Deswegen hier, man sollte, also wenn benötigt, sollte man bitte zu User-Admin-Login dieser URL gehen. So, jetzt das ist Delete, stimmt. Also Web-Server ist erneut betrieben, sehr gut. Dann ich würde sagen, das ist genau Delete hier. Wo bin ich im Moment eingeloggt? Einmal ausloggen. Oh, ich bin erst Amy eingeloggt, ist okay. Ausloggen und sag mal, ich gehe jetzt zum Delete-View. Customer Service Delete. Einmal Enter. Ah, seht ihr? Wir sollten demnächst zu Customer Service Delete, aber wir sind noch nicht da, weil wir müssen erstmal Login haben. Und da diese neue Funktionalität oder dieses neue Verhalten ist dank unser Login Required Mixin. So, was passiert dann, wenn ich als Customer Service einlogge? Das wäre Amy. Login. Ich klicke Login. Ich bin zu Delete weitergeleitet und ich darf deleten, weil ich bin Amy eingeloggt. Ich bin jetzt Customer Service Personal. Lass uns nochmal probieren als jemand anders. Logout. Let's log in as Butterball. Butterball ist Customer. Ich bin ständig verwirrt. Butterball, du bist Customer. Sehr gut. So, Customer Login. Ich muss erst zu Delete. Sorry, ich bin ständig verwirrt. Ich gehe zu Delete. Ich bin im Moment nicht eingeloggt, deswegen muss ich einloggen. Ich logge in als Butterball. Butterball wird Customer Service. Login klicke. Ich bin auch bei Comment Delete gelandet, halt nur wegen Logik in dieser Delete darf ich trotzdem nicht deleten. Ja, und deswegen meine Botschaft hier noch einmal. Dieser Login Required Mixin hat nur mit Einloggen zu tun. Wie die Rollen danach Einfluss haben, das ist dann später. Hat nichts mit
Login required Mixin zu tun. Dann noch einmal, Login required Mixin ist für klassenbasierte Views. Letzte Folie, für funktionsbasierte Views, wir haben eine andere Art zu dieser eingebaute Django Extra Funktionalität zu benutzen, einzuleiten, und zwar mit einer Add, das heißt einer Annotation. Annotation, stimmt? Login required, Staff Member required, Dokumentation sind hier. Es gibt auch weitere Annotations. Oh, sorry, Decorators, der Code. Decorators, es tut mir leid, Annotation, das war Fachbegriff bei Java, bei Python, sie heißen Decorators. So, lass uns dorthin gehen. Wir haben auch eine funktionbasierte View, und zwar Comment, Edit, Delete. Wir können gleich vor der Funktion eine Decorator so hinzufügen. Hier habe ich Staff Member Required. Also ich kann auch zum Beispiel Login Required, dann das Verhalten wird ähnlich wie früher klassenbasierte Login Required Mixin. Aber lass uns ein bisschen anders erleben. Und zwar deswegen habe ich für Staff Member Required entschieden, für unser Beispiel. So Staff Member Required Decorator brauchen wir auch einen Parameter. Das ist Login URL. Na, wenn man nicht eingeloggt ist, wenn man nicht aus Staff eingeloggt ist, muss man dorthin gehen. So, this is Edit Delete und wir haben im Moment ID Nummer 5 übrig. Gut, lass uns dorthin gehen. Ich bin jetzt als, ich habe schon vergessen. Ich bin aus Butterball eingeloggt. Butterball ist Customer. Und jetzt möchten wir diese funktionsbasierte View zugreifen. Customer Service Delete Edit Number 5. Das hier, genau. Ah, seht ihr? Demnächst wollen wir Edit Delete Nummer 5 dahin gehen. Aber im Moment müssen wir erst loggen. Eigentlich, ich bin schon eingeloggt. Haut nur, Butterball ist kein Staff. Right? Butterball is not staff. Lass uns probieren jetzt aus LaserCat, aus auch kein Staff. Let's try, okay? Let's log in as LaserCat. LaserCat, ein Login-Klicker. Ah, immer noch funktioniert nicht, weil das ist immer noch kein Staff. So, who can I log in as staff? Let's try admin. Admin is staff, right? Let's try to log in as admin. Login, jetzt geht. So funktioniert dieser Decorator, wie heißt das nochmal? Staff Member Required. Also, im Vergleich zu früher unser Login Required Mixin, damals hat nur mit Login zu tun. Roller spielt später mit. Aber bei Staff Member Required, Login ist mit dabei im Spiel und Roller ist auch mit dabei im Spiel. Das ist der Unterschied. Und ich glaube, das war's, was ich heute zeigen möchte. Sehr gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für das Zuhören. Wir sehen uns oder hören uns. Mach's gut. Bleib gesund. Einen schönen Tag noch und tschüss.